Assalamu alaikum, meine Lieben. Hier ist wieder die Khadija, die Deutsche am Nil. Heute mal auf meinem Küchenboden. Ich wollte euch mal zeigen, wir haben ja diese Dattelernte. Und die Dattel gehört auch zu den Superfruits. Sie hat so viel Vitamine. Und ja, wir sind am Sortieren. Das sind die Süßen, die Guten. Das sind die noch nicht ganz reifen. Die brauchen noch ein paar Tage. Die werde ich in die Sonne legen. Und hier sind wir am Sortieren. Der war hier bis oben voll. Und das sind die Kaputten. Na, da sind wir jetzt gerade dabei. Dann werden wir diese hier gut waschen und einfrieren. Und die, wie gesagt, in der Sonne trocknen oder wir werden sehen. Und dann wieder natürlich alle vorher waschen. Und ja, dann haben wir wieder Datteln. Ballach. Und hier frühstückt meine Mausi. Milch mit Datteln. Milch mit Datteln. Sehr gesund. Aber in die Milch hast du keinen Zucker rein, gell? Weil die Dattel ist so süß. Ja, ich habe mir die Die Süßen weiße, mit du, die süßen Datteln für die süße geholt. Mausi, guten Morgen. Ja, die ganz süßen, also man denkt jetzt vielleicht, die hier könnte kaputt sein, ne? So eine, ja, so bräunlich. Die sind aber nicht kaputt, das sind die ganz süßen. Ne? Was kann ich noch? Hier. Und dann natürlich gibt es welche, da die Raben, die Nebelkrähen und Vögel, die, das ist der Müll. Die fressen die, weil die knabbern die an, natürlich auch Ameisen und so weiter. Na, so sieht das aus. Das ist für die Hühner, für die restlichen Tiere, die lieben Datteln. Also, ich werde euch mal einen Link in die Kommentare packen vom, ja, von der, was eine Dattel denn für Vitamine enthält. Und wir sind richtig froh, dass wir eine Palme haben bei uns, die jedes Jahr so eine tolle Ernte gibt. Bestimmt haben wir so 15 Kilo, ich weiß nicht, also ich habe es nicht gewogen, so ich denke mal in meinem jugendlichen Wahnsinn, ich denke mal in meinem jugendlichen Leichtsinn hier, 20 Kilo, da kann man auch wirklich an die Nachbarn abgeben. Ja, das wollte ich mal kurz zeigen, Dattelernte, wie wir das machen und die Hühner haben auch was davon. Sorry, der Boden. Wir sind hier am Arbeiten, ne, aussortieren und so weiter. So, meine Lieben, da seht ihr mal, das sind diese Unreifen, die habe ich hier auf meine Terrasse getan, auf diese Sonneia. Und von diesen, die waren ganz hart und grün, jetzt sieht man, die werden langsam. Und ich werde jetzt nachher nochmal aussortieren. Ja, dass sie nicht zu überreifen, weil ansonsten kommen ja auch die Vögel und klauen sie sich. Und die Ameisen. Also das ist immer so ein bisschen, muss man immer wieder beobachten. Ja, jetzt sind wir in meiner Küche. Jetzt zeige ich euch mal. Tada, Bismillah. Das sind die Datteln eingefroren. Ne? Die werden wir dann an Ramadan, inshallah, essen von unserer eigenen Dattelpalme. Und ich bin immer sehr, sehr glücklich, wenn wir irgendwas von unserem Garten, ja, wie eben diese Datteln jetzt auf selbst benutzen. Also ich tue die jetzt, die habe ich schockgefroren hier, die kommen nachher noch in die Gefriertruhe, weil hier darf man ja nicht so lange die, ich glaube 2 Wochen oder so, sind hier im Kühlschrank. Hier seht ihr mal, ich brauche Eis ohne Ende hier im Sommer. Das ist einfach so. Zu jedem Getränk sehr, sehr viel Eis. Kann ich euch mal auch zeigen. Meine Knoblauch vorgearbeitet, dass ich die nur nehmen muss. Das habe ich hier drin. Ah, Ingwer. Kann man immer gebrauchen. Ne? Bamia. Was ist das? Ach, das ist für der O. Nicht von mir. Das ist Hefe. Und. Ach, ich weiß alles gar nicht mehr, was ich da reingetan habe. Und meine Fertigprodukte für Abendessen, wenn ich faul bin und nicht irgendwas bekommen, wird es einfach in die Pfanne. Pommes und Panier, hier panierte Hähnchen, Schnitzelchen, sagt man mal, Nuggets, Hamburger, ein Toast haben wir da. Mango habe ich hier. Ach, Mango. Das ist zum Mangosaft machen, wenn Besuch kommt. Ja. So sieht's aus bei uns. Also, das war's schon wieder von mir. Dattelernte ist finish. Und ich wollte euch mal einen kleinen Einblick zeigen, wie wir mit den Datteln umgehen.
Bis die Tage, Masilema. Bye, bye. Ja, wisst ihr, das ist so ein schönes Bild, solche Palmen, wenn man die zu Hause hat. Besonders vom Fenster, Schlafzimmerfenster, wenn das Fenster morgens offen ist und man sieht diese Palmen und wie sie im Wind die wedeln. Also es ist einfach beruhigend, es ist wunderschön. Und wenn man auch überlegt, was die für Früchte tragen, ne? Innerhalb von einem Jahr wachsen da Datteln und das ist ein Superfood. Ne? Ich packe euch den Link in die Kommentare. Das ist für Leute, die viel Sport machen und wenn sie nur morgens ein paar Datteln essen, sind die sofort, das gibt einen Energiekick. Ja, ich lese euch einfach mal den Link durch, es ist sehr interessant und auch super gesund. Na Bombi, kommst du auch zu Mama? Mausi. Na, die mag auch Datteln. Wir haben hier ganz viel Müll gehabt. Ach so, übrigens, diese Datteln hier, die so grün sind, die werden auch nicht mehr reif. Na, die sind schon fertig, die kann man nicht mehr benutzen. Aber die Hühner springen hier rüber und fressen den Rest. Und Bambi mag auch Datteln. Und das Schaf, also alle Tiere fressen gerne Datteln. Und wie gesagt, ach, hört ihr, da kommt der Gasmann, der bringt die Gasflaschen. Das ist der Sound im Dorf. So. Wir haben uns hier ein schönes Tischchen gemacht. Auf der Deutschen am Nil-Seite bei mir in Facebook hatten wir ein kleines Video, wie wir die unseren neuen Wasserbüffel duschen. Die Bisilla wurde geduscht, gell? Du magst auch Datteln. Die wird am liebsten über die Mauer springen und alle Datteln fressen. Aber geht nicht, dann kriegst du nämlich Verstopfung. Genau. Bist hier am Stroh fressen, ja? Ja, ja. Also, bei uns ist immer was los. Es ist morgens um kurz vor 10, 5 vor 10 habe ich gerade gesehen. Der Bambi. Mein Mann ist bereits auf dem Feld. Ich zeig euch mal. Wir haben diese Woche einen Trauerfall. Der Cousin meines Mannes ist gestorben. Ja, 45 Jahre. Da werde ich auch ein Video dazu machen. Wie die Trauerfeiern hier so abgehen und was man da genau macht. Na, Bisilla. Ich traue mich immer noch nicht zu meinen Hühnern nach hinten. Das macht alles mein Mann. Ja. Das ist schon ein Bulle. Also ich schätze, die wiegt bestimmt 500 Kilo. Hä? Was denkt ihr? Ja, ich schätze mal, am 10. Oktober haben wir so auf den Kalender geschaut, müsste das Baby kommen. Und das Kälbchen. Also um Mitte Oktober rum maximal haben wir dann ein kleines Baby. Ja, bin ich schon sehr gespannt drauf. Die liegt da ganz ruhig. Ja, Wasserbüffel und Kamele, die haben die Ruhe weg. Die sind ganz gechillt. Gell, Mausi? Du bist mein Habibti. Mein Habibti. Ja, die ist eine Leckerin. Die leckt mit der Zunge immer. Und die hat eine ganz weiche Zunge. Die Kühe, die haben ja richtige raue so Widerhaken dran. Aber das haben die Wasserbüffel gar nicht. Die ist total weich und glitschig. Ja, das sollte eigentlich ein Dattelvideo werden. Kein Vlog rund ums Gehege. Ich zeige euch mal, wie schön der Himmel ist. Hier, das haben wir immer noch nicht gestutzt, werden wir auch demnächst machen. Hatte ich auch mal in einem Livestream, dass das bald umfällt, wenn es so weitergeht. Ja, jetzt gehe ich wieder rein und der Tag beginnt heute. Ah, habe ich das gesagt? Ach, das habe ich im letzten Video gezeigt. Da wachsen die Datteln dran, ne? Hier, genau. Und wenn man die dann gut abschneidet, benutzt man das als Besen. Hier ein Pucki-Fahrrad haben wir rübergebracht, übrigens aus Deutschland. Hat 50 Euro gekostet, nur der Transport im Flugzeug, ne? Also, ein teurer Spaß. Okay, Leute, das war's schon wieder von mir.
filme immer so gern das Kleine. Ja, du bist mein Schatz. Du bist auch so lieb. So lieb bist du. So lieb. Ah, wir haben es immer noch nicht abgeschnitten. Jetzt schneide ich es aber ab. Jetzt hole ich ein Messer. Oder eine Schere. Dann schneiden wir dein Armband ab. Dein Halsband. Hört ihr? Das ist jetzt der Gemüseverkäufer. So, jetzt ist es abgeschnitten. Ich hab's abgeschnitten. Juhu. Juhu. Schafe sollen ohne Halsband sein. Die können sich nämlich daran aufhängen. Wenn sie sich blöd irgendwie dran hängen bleiben irgendwo. Ja, ich zeige euch jetzt auch noch mal was. Hier ist unser, wenn man das sieht, unser Futterlager. Ich komme immer, nachdem mein Mann gefüttert hat, und füttere auch noch mal extra. Komm. So, das tut man nämlich auf das Tippen. Und dann frisst die das. So. Okay, das war's schon wieder von mir. Merci, Lema. Bye, bye.